Pfund Lachs. Das müsste reichen. Sieht auch sonst so protzig aus, findest du nicht, Ella? Na, bei der letzten größeren Feier war der Lachs als erstes weg. Daran erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich an alles, was in diesem Haus passiert. Und wenn es auch noch so selten vorkommt. Morgen. Morgen. Donnerwetter. Habt ihr Angst vor einer Belagerung? Oder fürchtet ihr euch, dass der See über die Ufer tritt? Keine Sorge, ich baue uns einen Floß. Und damit schiffe ich euch rüber ans nächste Ufer, direkt zum besten Italiener. Morgen. Morgen. 25 Leute, die futtern was weg. Und wenn es umsonst ist, gleich für 50. Aber Ella, du übertreibst. Das sind doch keine Studenten mehr. Na, die Herren vom Vorstand des Tennisclubs, die langen ordentlich hin. So. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Der Tennisclub wird also in Zukunft auch hier tagen. Komm, Schatz, stell dich nicht so an. Wir planen deine Geburtstagsfeier für übermorgen. Meine Geburtstagsfeier? Sagtest du meine Geburtstagsfeier? Ja. Du willst also allen Ernstes 25 Leute zu meinem Geburtstag einladen? 27, um genau zu sein. Mit uns sind wir 31. Mach 30 draus. Denn ich werde an deiner Inszenierung nicht teilnehmen. Na toll, zur vom frühen Morgen. Da freut man sich so richtig auf die Schule. Ich wollte dich überraschen. Das ist dir gelungen. Meine Güte, Markus. Professor Peters ist dein Kollege und nicht ohne Einfluss im Gesundheitsausschuss. Und Professor Mittelstädt... Den Mittelstädt hast du auch eingeladen? Mittelstädt und mein Vater kennen sich schon seit 30 Jahren. Warum sollten sie sich nicht hier mal wieder treffen? Weil es verdammt nochmal mein Geburtstag ist, weil ich es gern gehabt hätte, mit meiner Familie meinen Geburtstag so zu feiern, wie ich mir das vorstelle. Du willst einfach nicht begreifen, dass man nicht gesellschaftsfähig ist, wenn man nicht Kontakte zu gewissen Kreisen pflegt. Sie meint jemand wie Björn. Dickes Auto, dickes Konto und ansonsten dicke Luft. Auf deine Kommentare kann ich heute Morgen verzichten, Heinke. Und was Björn anbelangt, dein Freund Björn wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er sich nicht einen gewissen Freundeskreis aufgebaut hätte. Du hast mich immer noch nicht verstanden, Marlene. Mein Freund Björn kann sein Leben so organisieren, wie er das möchte. Und ich lebe mein Leben so, wie ich will. Ich dachte, es wäre unser Leben. Aber darüber lohnt sich offensichtlich nicht zu reden. Soll ich jemanden Ei kochen? Danke, Ella. Ich muss in die Praxis. Ich brauche jetzt frische Luft. Du bist schon da. Das ist aber früh. Praxis macht doch erst in 20 Minuten auf. Das ist meine Tochter. Ich zeige ihr noch ein bisschen, wie es lang geht. Warte mal zum letzten Mal. Sie kommen jetzt sofort dort runter. Und dann will ich Sie heute nur noch als Patientin sehen. Das Fenster muss noch mal nachgewischt werden. Das Fenster ist so sauber, dass man es gar nicht mehr sieht. Also bitte. Doktor, hast du heute schlechte Laune? Ja. Auch wenn es das siebte Kind ist. Sie sollen sich schon. Warte mal, ich muss dir noch was zeigen. Das ist Süleyman Yüksel, mein Mann. Und das ist Kemal Yüksel, mein Ehemann. Also nochmal, Ehemann und Mann. Wollen Sie damit sagen, dass Sie zwei Männer haben? Ich dachte, im Islam ist es umgekehrt. Also, ist ganz einfach und auch wieder nicht. Also, ich bin eine deutsche Frau. Warum? Ich habe einen deutschen Pass. Und ich bin geschieden von meinem Mann, von Süleyman. Geschieden? Das wusste ich nicht. Nur auf Papier geschieden. Und warum? Also, mein Mann hat auch einen deutschen Pass. Aber nicht sein Bruder und auch nicht seine Frau, also die Ex-Frau von seinem Bruder, auch nicht. Deutsche Behörden haben gesagt, sie müssen zurück wieder in die Türkei. So haben mein Mann und ich uns scheiden lassen und haben wir über Kreuz geheiratet. So können wir alle hier bleiben. Ich erkläre es dir später genauer, oder hast du es verstanden? Ja. Ach, noch was. Die Eltern von meinem Mann sind zu Gast in Deutschland. Von welchem Mann? Na, von beiden sind doch Brüder. Die Familie wollte bei der Untersuchung dabei sein. Die Schwiegermutter. Geht das? Ich freue mich, den Rest der Familie kennenzulernen. Bis zum Nachmittag, Fatma. Und Sie, Sie geben Acht auf Ihre Frau. Sie soll sich schonen. Ich verspreche, ich passe auf Sie auf. Dann gehen wir schon. Okay. Ach, Hannelore. Ich möchte bei Fatma noch ein CTG machen und erinnern Sie Gysi an die Tests, ja? Was ist los? Kumme? Wollen Sie darüber reden?
Er hat mir nicht mal einen Brief geschrieben. Nur eine Karte mit zwei Sätzen und dann war Schluss, einfach so Schluss. Ich bin ja froh, dass es vorbei ist. Das ist manchmal das Beste. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieso kümmern Sie sich um Hanne nur, weil sie hat großen Liebeskummer? Oh, was ist? Oje, oh, wie du aussiehst, können wir die Praxis doch nicht aufmachen. Oh, komm, erzähl mal. Was war denn? Hallo, Paul Ludwig. Ich grüße Sie, Herr Leitmittel. Und ich hoffe, dass es meiner Familie so gut geht, wie Sie aussehen. Wieso? Hab ich Pusteln im Gesicht? Geben Sie das Zeug mal her. Ist jemand krank? Das gerade nicht. Aber ein Erholungsheim ist es ja auch nicht. Ihre Tochter ist im Atelier. Hallo, Vater. Du bist schon da? Hallo, Marlene. Oh. In Hongkong ist es jetzt schon später Nachmittag. Ich habe euch die Sonne mitgebracht. Das heißt, so richtig nach Sonnenschein siehst du mir nicht aus. Ist es dafür nicht noch ein bisschen früh? Ach, Vater, es kann dir nicht entgangen sein, dass ich die Volljährigkeit bereits überschritten habe. Ich habe ihm nur die Tage gezählt, an denen wir zusammen waren. Da müsste da entweder Möhrensaft oder heiße Milch mit Honig drin sein. Ehrlich, Marlene, du gefällst mir nicht. Ach, beruhige dich. Du bist nicht der einzige Mann in meiner Familie, dem das so geht. Aber ihr braucht es beide dank permanenter Abwesenheit ja glücklicherweise nicht allzu oft ertragen. Und worum ging es diesmal? Was tut das schon zur Sache? Es ist halt wie immer. Ich freue mich, etwas Glanz in meine Familie zu bringen. Oder besser gesagt, etwas Abwechslung. Und mein Gemahl zieht es vor, mir diese Freude zu verderben. Ich versuche, ihn zu überraschen und er ist nur erschrocken oder beleidigt. Und dann verkriecht er sich weiter in seiner Arbeit. Ich kann dir nicht sagen, wann ich mit Markus das letzte Mal über irgendetwas anderes geredet hätte als über Beckenendlagen oder das soziale Umfeld von Karzinomen. Bestenfalls freut er sich, wenn ich ihm den Schulärger mit Heinke vom Hals halte. Kann es sein, dass du die ganze Zeit davon sprichst, was du für deinen Markus so alles tust? Na, daran erkennst du, welch liebevolles Ehe- und Hausweib ich bin. Ein bisschen wenig für meine Tochter. Findest du nicht auch? Jetzt fangen wir nicht mit der alten Leier an, Vater. Warum ich damals das Studium seinetwegen geschmissen habe, warum ich mit ihm in die Mansarde gezogen bin und über anatomische Studien und Tütensuppen bald besser Bescheid wusste als über antike Statuen oder Tintoretto. Ich habe es damals so gewollt. Heute begreife ich mich selbst nicht mehr dafür. Es war trotzdem nicht deine schlechteste Zeit. Nicht eure schlechteste Zeit. Aber wenn du weiter so hier rumdümpelst, dann fange ich womöglich noch an, den Markus zu verstehen. Weiter, Vater. Nur so weiter. Ich kann solche Liebenswürdigkeiten heute sehr gut gebrauchen. Kind, du weißt doch ganz genau, es geht mir nur um dich. Aber für dein gutbürgerliches, stinklangweiliges Hausfrauenleben kannst du doch den Markus nicht verantwortlich machen. Er interessiert sich für nichts, was ich mache. Nicht für den Club, nicht für die Galerie, nicht für meine Bilder. Und dann bin ich auch noch schuld, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Du kochst mit schalem Wasser, Marlene, und du weißt das. Was ist denn zum Beispiel mit deiner Galerie? Das ist etwas zum Vorzeigen für deine Freunde. Oder noch besser für deren Frauen. Das ist doch mehr Kunsthandwerk als Kunst. Mehr Selbstbefriedigung als Selbstverwirklichung. Danke. Nun spiel mir nicht die Eingeschnappte. Wenn du so weitermachst, dann wirst du dir noch selber langweilig. Wer hindert dich denn daran, zu den großen Galerien der Welt zu fahren? Nach London, Paris, New York, Amsterdam. Um Erfahrungen zu sammeln und etwas zu machen aus deinem Leben. Es muss doch auch nicht die Galerie sein. Nur irgendwas, was wirklich mit dir zu tun hat. Mit dir, mit Marlene. Und nicht mit Frau Dr. Mertin. Du hast recht, Vater, aber Markus würde nie... Ich will gar nicht wissen, was Markus nie würde. Ich will wissen, was du von deinem Leben willst. Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, was wir nur machen wollen wegen Geburtstag und den anderen Ärgernissen. Wir gehen jetzt einkaufen, Ella. Und wenn sich unser Hausherr nicht beruhigt, dann essen wir alles alleine auf, bis wir platzen. Bis später, Vater. Ja, bis später.
Doktor, unsere Rezepte gehen zur Neige. Ich muss einen neuen Rezeptblock bestellen. Können Sie hier mal bitte unterschreiben? Ich sehe schon. Unsere Hightech steht mir wie immer erst nach Feierabend zur Verfügung. Easy, bitte vergessen Sie nicht, dass wir heute Nachmittag noch eine Blutuntersuchung machen bei Fatma, vorsichtshalber. Okay. Blutgerinnungstest etc. Doktor, ich brauche eine Vollmacht für einen neuen Rezeptblock. Sie müssen hier unterschreiben. Warte. Und Sie sind sich ganz sicher, dass Sie nicht mit meinen Rezepten handeln? Doch, aber ich dachte, Sie kommen nicht drauf. Bist du der Doktor? Ich denke schon. Naja, eigentlich seid ihr noch ein bisschen zu jung für meine Praxis. Wie heißt du denn? Frauke Werner. Gysi, hol doch mal ein paar Bonze für die Kinder. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Die Mädels sind einfach zu schnell für mich. Ich hatte telefonisch einen Termin vereinbart. Werner ist mein Name. Ich freue mich, Frau Werner. Den Umzug aus Dresden gut überstanden? Ja, danke. Der Kollege hat schon die Unterlagen zu mir geschickt. Er hat sie wärmstens empfohlen. Wir haben zusammen studiert. Mama, Mandy muss mal. Entschuldigen Sie, Gysi, übernehmen Sie das doch bitte mal. Angelika, die Unterlagen von Frau Werner, bitte. Die hat Hannelore schon rausgesucht. Bitte sehr. Mein Mann will unbedingt einen Jungen. Warum? Sucht er Verstärkung gegen seine Frauenfraktion? Die Frauenfraktion behält in der Familie auf jeden Fall die Zweidrittelmehrheit. Dann wollen wir mal sehen, was es ist. Ich will es am liebsten gar nicht wissen. Nachdem Rieke kam, hat mein Mann gemault, plus ein Mädchen. Und als Frauke geboren war, hat er 3 Tage nicht mit mir gesprochen. Und das Erste, was er sagte, als er Mandy sah, war noch so ein Flop. Wenn es diesmal kein kleiner Hermann wird, weiß ich nicht, was der große Hermann anstellt. Wissen Sie eigentlich, dass der Mann das Geschlecht des Kindes bestimmt? Sie haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Im Ernst, der Mann? Mhm. Sie meinen also, wenn wir wieder ein Mädchen bekommen, dann deshalb, weil mein Mann, weil er bloß Mädchen machen kann? So ist es. Das ist ja wundervoll. Ach, Herr Doktor, jetzt will ich es doch wissen. Wahnsinn, mein armer Hermann. Sie freuen sich also auch, wenn es ein Mädchen ist? Aber natürlich, ist mir doch so egal. Hauptsache gesund. Und wie gesund. Sehen Sie mal. Der junge Mann hasst uns. Ist ja voll eklig, das Zeug. Das hast du doch sonst immer so geliebt. Na los, Jungs, kommt! Das ist hier kein Schaulaufen. Ja, super! Da steht so ein leichter Applaus. Oh, das ist den Damen nicht aufgefallen, wie ich die Meute abgehängt habe. Die Hasen mit den meisten Schiss unter der Lampe, die rennen auch am schnellsten. Du brauchst dich ja nicht gleich umzudrehen vor lauter Schüchternheit. Komm, lass mich in Ruhe, ja? Okay, okay. Wenn ich nicht auf eurer Hitliste stehe, läuft sowieso noch unter Verfügung, Minderwertiger. Hau doch ab, du Blödmann. Lass uns lieber gehen, bevor die Kiddies anfangen zu heulen. Komm, Flori. Wir sehen uns später. Komm, die Idioten brauchen wir nicht. Praxis Dr. Martin, Schwester Angelika, guten Tag. 15 Uhr, ja, das ist kein Problem, Frau Franke. Wiederhören. Ah, hallo, Fatma. Du bist ja überpünktlich. Soll ich euch einen Tee kochen? Nein, es geht schon. Maschallah, wenn du das gesagt hättest, dann Michalle, ha? Ich verstehe leider kein Türkisch. Ach, Großvater sagt, dass Mama die Praxis schön in Ordnung hält. Bende Euli, Jappe Jam. Das bleibt auch so. Hoffentlich nimmst du dir da nicht zu viel vor. Also dann bis nächste Woche, Frau Lieb. Wiedersehen. Yes. Aha, die Familie Yüksel, guten Tag. Da freue ich mich. Dann wollen wir mal sehen, was der kleine Sihan so macht. Kommen Sie bitte. Guten Tag, Schwester Angelika. Dr. Martin.
Na, da wird Ihr Sohn sich aber freuen. Liebe Schwester Angelika, ich wiederhole noch einmal. Mein Sohn freut sich auch über einen Vater ohne Doktortitel. Der ist unter uns Homöopathen nicht üblich. Die Schulmedizin definiert sich über Titel und wir definieren uns über Erfolge. Schlafen Sie immer noch so schlecht, Schwester? Ach, reden wir nicht davon. Und was ist da drin? Abgekochter Pferdeschädel, Rattenschwänze, Otterngelege. Keine Krähenfüße und zerstampfter Schwefel diesmal? Hat doch aber geholfen, oder? Mhm. Nein, als Melisse, Passionsblumenkraut und bittere Orangenblüten. Mein Sohn hat nur Chemie gegen Kopfschmerzen. Das hier ist billiger, aber wirkt dafür viel besser. Danke. Yesian hat sich endgültig für die Steißlage entschieden, Fatma. Aber das soll uns keine Sorgen machen. Ne, der Doktor? Was hat sie gesagt? Wie sein Vater, sagt sie. Aber er ist ja auch gesund auf die Welt gekommen. Wie lange bleiben die Schwiegereltern? Ich hoffe, sehr lange. Und ihre Eltern, kommen die auch? Nein, sie dürfen nicht ausreisen. Wir sind nämlich Kurden. Deshalb auch der Trick mit der Scheidung und der Heirat. Aha. Gut, dann werden wir jetzt noch ein kleines CTG machen. Doxycyclinhydrochlorid, Ambroxolhydrochlorid, ein bisschen Providone, eine Prise Eudragit und ein Wimperchen Indiocarmin. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was diese harmlosen Kapseln auslösen können? Der Doktor verschreibt sie ja nur bei bakteriellen Infektionen der Atemwege. Ja, mit Kanonen auf Spatzen. Als ob es nicht Salbei, Fenchel und Pfefferminze gäbe. Ja, wissen Sie denn eigentlich, was dieses Zeug für Nebenwirkungen haben kann? Also, ich habe noch nichts gemerkt, aber vielleicht passiert ja noch was. Sodbrennen, Magenüberdruck, Fettstuhl, Blähsucht, Hautjucken, anaphylaktische Schocks und Asthma, Hautödeme, Leberschäden, Nagelablösung. Sodbrennen, Erbrechen, Magenüberdruck, Fettstuhl, Blähsucht, Hautjucken, anaphylaktische Schocks und Asthma. Hautödeme, Leberschäden und Nabelablösungen. Und alles hintereinander. Da muss einer aber alt werden. Easy, dass ich das von Ihnen hören muss. Ich dachte, Sie sind wenigstens auf meiner Seite. Auf Ihrer Seite vielleicht, aber in Ihrem homöopathischen Schützengraben, nein. Ach, sieh mal da. Brennesselextrakt. Ist mein Sohn vernünftig geworden und will zur Homöopathie konvertieren? Das sind nur Probepackungen. Die hat ein Vertreter gerade vorbeigebracht. Ja, die braucht er doch nicht. Aber ich dagegen für Peters Warft schon. Verschreibt er die eigentlich? Manchmal. Gegen Sodbrennen, Erbrechen, Fettstuhl, Blähsucht, Hautjucken. Und ganz im Vertrauen gegen Bluthochdruck. Will die mich auf den Arm nehmen? Sie etwa auch? Ich? Ich denke nicht dran. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Schauen Sie. Das sind die Herztöne des kleinen Sia. Ucihan'ın kalp atışlarıymış. Büyüsün, bütün aile Cihan bakacak. Sie sagt, das Herz von Cihan schlägt gut und dass er einmal für die ganze Familie sorgen wird. Da werden Sie noch ein bisschen drauf warten müssen. Haben sich Ihre Schwiegereltern eigentlich eine Enkeltochter oder einen Enkelsohn gewünscht? Ach, ich glaube, es ist Ihnen egal, ob so, das Kind ist gesund. Siz oğlan mı isterdiniz, torun yoksa kız mı? Oğlanı bal istiyorum, kızı parça gül istiyorum. Das ist ein Sprichwort bei uns. Das heißt, das Kind des Sohnes ist des Sohnes Honig. Und das ist schön. Und das Kind der Tochter? Die Rose im Garten. Na, Frau Müller? Wie geht's uns denn? Moment, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Was ist denn das hier? Eine halbwegs ordentliche Fotoausrüstung, wieso? Ja. Das geht aber nicht. Bestimmen das jetzt die Hebammen oder was? Herr Dr. Mertin, können Sie bitte mal in den Kreissaal kommen? Hier ist eine Patientin, die sehr eigenwillige Vorstellungen vom Vorgang einer Geburt hat. Meines Wissens ist Herr Dr. Mertin um diese Zeit doch noch in der Praxis, oder? So. Na, dann schicke ich Ihnen Frau Dr. Sörensen. Die hätte ich Ihnen eigentlich gerne erspart. Meinetwegen können Sie ein ganzes Regiment Soldaten schicken.
Dr. Sörensen ist schlimmer. Ich fotografiere. Das tue ich, seitdem ich denken kann. Und da glauben Sie, dass ich die Geburt meines Sohnes das Ereignis in meinem Leben auslasse? Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Oh, der Kleine hat das Temperament seines Vaters geerbt. Leider. Schwester, welche Steckdose können Sie entbehren? Na, also das geht nur wirklich zu weit. Wenn das Dr. Martin sieht, dann wird er das verstehen. Jedenfalls wird er es mir nicht verbieten. Dazu kennt er mich zu lange. Können Sie mir mal das Ding da geben? Was? Wenn es losgeht, dann drücken Sie da drauf. Ich habe alles eingestellt. Und dann gehen Sie zu dem anderen Apparat. Warum kann denn das nicht Ihr Mann oder der Vater Ihres Kindes machen, wenn hier schon fotografiert werden muss? Weil ich das alleine mache. Weil ich schon immer alles allein gemacht habe. Außerdem geht Sie das nichts an, oder? Nein. Aber das ist ein Kreissaal und kein Fotoatelier. Ach ja? Glauben Sie, dass ich das nicht bemerkt habe? Deswegen bin ich hier. Und wenn hier noch niemand fotografiert hat, dann bin ich eben die Erste. Es kommt öfters vor, dass ich die Erste bin. Das glaube ich Ihnen. Oh. Es scheint ein ziemlicher Rüpel zu sein, wenn ich in die Welt setze. Schwester, Sie können mich doch jetzt nicht alleine lassen. Baba, bizim memleketin dağlarından benden sana hediye. He? Danke. Mit Kümmel vermischt. Fructus Carvi. Ist ausgezeichnet. So, Fatma, kommen Sie. Ha, bizimkiler, hadi gelin, gelin ha. Doktor, die güzel doktorumuz sizlere hediye. Sie sagt, du bist ein guter Arzt. Wir würden uns freuen, wenn du zur Feier der Geburt unseres Sohnes kommst, ja? Und das mache ich sehr, sehr gerne. Wir sehen uns dann nächste Woche, Fatma. Sie soll sich schon. Keine Sorge. Bis nächste Woche. Wer ist der Nächste? Frau Weber. Der Nächste bin ich. Vater. Ja, das ist eine echte Überraschung. Ich habe dich erst morgen erwartet. Wie geht's auf Peterswald? Gut geht's, Junge. Willst du mal probieren? Kautabak mit Kümmel kannst du auch deinen Patientin empfehlen. Ich meine natürlich den Kümmel. Ist ein hervorragendes Mittel gegen schmerzhafte Menstruationen. Und angereichert mit Melisse. Krampflösend und unübertroffen gegen Koliken. Also unübertroffen ist höchstens deine Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, mich zum Homöopathen konvertieren zu lassen. Warst du schon zu Hause? Ich dachte, wir fahren zusammen. Außerdem war ich mir nicht ganz sicher, ob dein Schwiegervater anwesend ist. Ich möchte nämlich nicht schon vor der Zeit die neuesten Börsenberichte und die günstigsten Fluglinien von Honolulu nach Hawaii erfahren. Vater, Honolulu ist auf Hawaii. Egal, der würde trotzdem fliegen. Also es tut mir leid, ich habe noch eine Verabredung. Ich muss in die Klinik, eine Entbindung. Also hat Marlene dich doch breitgeschlagen mit den Belegbetten. Wenn das nicht zu viel für dich wird, mein Junge. Aber mich geht das hier nichts an. Ich wollte es. Niemand hat mich breitgeschlagen. Und wenn du auf die Finanzierung anspielst, alles aus eigener Kraft. Ist nach Marlene gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon eine ganze Klinik übernommen. Angelika, bitte ein Taxi für meinen Vater. Zahlst du das? Ja. Danke. Gut, ich komme dann später rüber. Die tickt nicht richtig, die Domdai. Die baut überall ihre Lampen auf, mit und ohne Stativ, verteilt ihre Fotoapparate. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. Welcher Arzt betreut sie denn? Dr. Martin. Der scheint ja eine Vorliebe für ausgefallene Situationen zu haben. Ist Dr. Peters nicht da? Nö. Und Dr. Sörensen? Na, die beiden möchte ich nicht unbedingt aufeinandertreffen lassen. Höchstens mit einem tiefen Schützengraben dazwischen. Außerdem bei Frau Müller ist es bald zu weit. Schwester Henriette? Ja? Ist mit Frau Müller alles okay? Ja, das hat noch einen kleinen Moment Zeit. Und Temperatur gemessen? Blutdruck? Mhm. Und vaginaler Befund? Mhm. Schwester Hannelore hat... Ja, kontrollieren Sie das. Guten Tag, Frau Dr. Wilke. Übrigens, wenn was ist, ich bin im Ärztezimmer. Mhm. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Ich finde, das hat die Domdai nur auch wieder nicht verdient. Und Sie meinen also, ich sollte mit der Patientin mal wie mit dem Kind reden? Naja, vielleicht nicht ganz so sanft und freundlich, vielleicht so dazwischen? Ist eine Spezialität von mir. Mhm. Du kannst sagen, was du willst. Die Kerle sind irgendwie alle bescheuert. Naja, fast alle. Wie findest du eigentlich Florian? Also eigentlich ist er ja ganz cool drauf, aber wenn es drauf ankommt, ist er auch, ach, bescheuert. Was
Was ist denn los mit dir? Du bist schon den ganzen Tag so weggetreten. Geht dein Typ fremd? Du, es gibt nicht nur eine Handvoll, es gibt ein ganzes Land voll. Komm, lass mal, mir schlecht. Na klar, vom Sport. Der junge Mann ist ja auch total blöd. 4 Stadionrunden. Warum hast du nicht gesagt, du hast deine Tage? Soll er dir mal das Gegenteil beweisen? Weißt du, bei dir zu Hause ist das immer alles so locker. Deine Leute sind ganz anders drauf als meine. Wie kommst du denn jetzt darauf? Verwechsel mal nicht die paar Wochenenden, die du bei uns warst, mit dem real existierenden Alltag. Bei uns ist der nackte Kampf ums Überleben angesagt. Hey, was ist denn? Na gut, deine Erziehungsberechtigten sind auch nicht gerade ein Paradebeispiel. Aber irgendwie kommst du doch mit ihnen aus. Das ist es ja gerade. Ich komme nicht mit ihnen aus. Ich muss da raus, verstehst du? Und jetzt erst recht. Aber wovon soll ich denn die Miete zahlen? Wenn ich überhaupt eine Wohnung finden sollte. So schlimm? Es ist noch viel schlimmer. Oder ist es doch wegen Thomas? Ach, weißt du was? Der hat so eine Langzeitperle wie dich gar nicht verdient. Komm, jetzt reiß dich zusammen. Schau mal in den Spiegel. Du siehst aus, als wenn du schwanger wärst. Oh, Scheiße. Oh Gott, du bist schwanger. Weißt du es wenigstens sicher? Von Thomas? Naja, ist ja jetzt doch scheißegal. Erstmal müssen wir wissen, ob es wirklich so ist. Pass mal auf, das darf auf gar keinen Fall rauskommen. Meinst du, dein Vater würde? Naja, erstmal hilft er uns. Fahren wir zu mir. Ich bin mir sicher, er ist bei uns zu Hause. Komm. Also am Geburtstag Ihres Sohnes sollten Sie wirklich nicht arbeiten. Dr. Wilke, guten Tag. Ich muss arbeiten, sonst bekomme ich Krämpfe. Wenn Sie nicht arbeiten, offensichtlich auch. Sie haben doch gesagt, ich kann doch rumlaufen, alles normal. Ja, wenn man Ihnen sagt, Sie können rumlaufen, dann rüsten Sie den Reichstag ein, was? Ja, gerne, wenn eine gute Geschichte dabei rauskommt. Also ich denke, heute kommt die beste Geschichte Ihres Lebens dabei raus. Und die sollten wir lieber mal nicht gefährden, ne? Ich muss diese Fotos machen, verstehen Sie das doch? Ich will sehen, wie dieses Leben entsteht. Und nicht nur ich. Also die meisten Väter sehen ihre Babys lieber frisch gewickelt. Was hat denn der Vater damit zu tun? Oh, wenn dieser kleine Teufel nicht gleich aufhört, dann kriegt er seine erste Ohrfeige, bevor der auf der Welt ist. Na, na. Auf Ihren Fotos prangern Sie die Gewalt an und Ihr Baby wollen Sie schon vor der Geburt damit konfrontieren? Das mit den Fotos entscheidet sowieso Dr. Mertin. Wer soll die ganze Technik überhaupt bedienen? Na, Schwester Henriette, ich habe ihr das doch schon alles erklärt. Haben wir jetzt ein Fotostudio? Hallo, Elisabeth. Wie geht es Ihnen? Blendend. Nur dieses kleine Untier hier im Bauch tritt mich dauernd. Ob es das von mir hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie sind eine so ungewöhnlich sanfte Person. Frau Dr. Wilke auf Pränatalvorsorge. Oder Nachwuchsreporterin? Also Nachwuchs bin ich nicht, aber Nachwuchs betreue ich. Komplikation? Keine. Normale Herztöne? Wehen sind auch gut. Mhm. Dann geht's bald los, Elisabeth. Herr Doktor, Frau Domdey möchte, dass ich die Geburt fotografiere. Ich muss diese Fotos unbedingt haben. Sie brauchen mir nichts zu erklären, ich kenne Sie ja schon ein bisschen länger. Aber ich und Ihr Sohn, wir brauchen Henriette mehr. Sag ich ja. Aber ich habe Ihnen doch gesagt... Vielleicht könnte Frau Dr. Wilke aus rein wissenschaftlichen Gründen natürlich. Okay, okay, ich habe sowieso Spätdienst. Aber nur, wenn es bei mir ruhig ist. Hm? Na fein. In 3 Stunden bin ich wieder da. Gehen Sie ein bisschen spazieren. Oder nehmen Sie ein Bad. Starke Persönlichkeit, diese Elisabeth Domdey. Und ein außergewöhnlicher Reporter. Reporterin. Sie muss nämlich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ihre Karriere ab und zu mal unterbrechen und ihre geistige Berufung hinter die natürliche stellen. Oder beides unter einen Hut kriegen. War es nun weise von der Natur, dass die Frauen die Kinder kriegen? Na, weise. Sonst gäbe es nämlich die Spezies Mensch schon gar nicht mehr auf der Erde. Aber wenn ich so sehe, wo Frau Domdey ihre Fotos macht, dann schaffen wir das ja vielleicht auch anders. Entschuldigung. Also... Mich würden keine 10 Pferde dazu bringen, dahin zu fahren, wo all diese Verrückten sich gegenseitig umbringen, um Fotos zu machen. Wenn man mit all den gesehenen Grausamkeiten leben muss, wie schafft ihr das bloß? Ich muss in die Praxis, Henriette. In Ordnung. Heute Nachmittag. Ist gut. Bis später. Bis später, Henriette? Ja? Für Frau Müller, sie ist schon im Kreißsaal. Trotzdem? Ja, das dauert noch ein bisschen. Kann ruhig telefonieren. Aber dann ist erstmal Schluss, bis wir entbunden haben. Hm?
Entschuldigung, ein Gespräch für Sie. Ihr Mann. Was, mein Mann? Ja, hier drauf drücken. Serge? Serge, woher hast du gewusst, dass ich hier in... Wie bitte? Nein. Nein, mein Name ist Domdai, Elisabeth Domdai. Schwester! Das ist für Frau Müller, ihr Mann. Entschuldigung, bitte. Hallo? Hallo? Na toll, kein Mensch da. Die gehen schleppen, während unser eins die Probleme der Welt über den Planeten schleppt. Mir reichen meine eigenen Probleme im Moment völlig, du. Und die trage ich im Bauch. Unterm Herzen, Suse. Ist dein Vater nur da oder nicht? Werden wir gleich sehen. Ich dachte eigentlich, dass er zu der Zeit einreiten müsste. Scheinbar habe ich seinen Terminkalender genauso schlecht im Kopf wie er selbst. Da ist er ja. Praxisklinik, Praxisklinik. Warum schreibt er nicht einfach nur auf, wann er mal zu Hause ist? Damit wird er eine Menge Schreibarbeit sparen. Demnach ist er jetzt in der Praxis. Das klären wir gleich vor Ort. Komm, beeil dich, sonst ist er wieder weg. Hallo, Heinke. Hallo, Opa. Du bist schon zurück? Ist deine Mutter da? Keine Ahnung, wo die steckt. Frag mal Martin. Tag, Suse. Und dein auswärtiger Opa? Schon wieder weg. Na, wenigstens etwas. Der ist mit Ella weg. Groß essen und so. Der ist mit Ella essen gegangen? Und was heißt denn überhaupt und so? Wann kommen die denn wieder? Papa? Du musst Suse sofort untersuchen. Es kann sein, dass wir schwanger sind. So, so. Du auch, mein Schatz? Tag, Suse. Tag. Bist du wirklich schwanger? Oder war das nur ein Witz meiner hochverehrten Tochter? Leider nicht. Machst du dir was aus, ein bisschen zu lachen? Na, höchstens 2 Monate. Das schaffen wir. Nimm Platz. Ich ruf dich dann auf. Frau Prinzler, bitte. Hallo. Ich bin wieder da. Heinke? Ella? Wo kommt ihr denn her? Wir haben uns gestattet, ein wenig auszuspannen. Ist Markus' Vater noch nicht da? Der wollte doch heute kommen. Der wird sich bestimmt ein bisschen hingelegt haben, um Kraft für die Riesenfeier morgen zu sammeln. Schließlich ist er ja nicht mehr der Jüngste. Das hätte er sich sparen können. Die Feier findet nicht statt. Hat dein Mann sich nicht überzeugen lassen? Na, wie denn? Dann feiern wir eben ein Fest, oder? Was meinen Sie, Ella? Ich weiß nicht. Ohne Markus? Das darf doch nicht wahr sein. Soll sich hier denn alles nach den seltsamen Gelüsten eines einzelnen Herrn richten? Mach dich doch nicht schon wieder kleiner, als du bist, Marlene. Fang nicht wieder davon an, Vater. Das Thema hatten wir heute schon. Na klar. Wir laden uns Gäste ein. Das ganze Haus soll voll sein. Und der Sekt. Ach was, der Champagner wird in Strömen fließen. Dafür sorge ich schon. Der Junge ist doch eigentlich ein geselliger Typ. Er hat bloß viel zu viel Arbeit. Da kann ich schon verstehen, dass er zu Hause mal Ruhe braucht. Bei seinem Vater war das ähnlich. Ich kann mich noch erinnern. Er wollte mal ein... Nicht jetzt, Ella. Hast du denn die Gäste schon ausgeladen? Ich hatte keine Zeit dazu. Dann lassen wir doch die Sache einfach auf uns zukommen. Sicher überlegt er sich's noch. Also, Suse, jetzt wissen wir es. Du bist schwanger. Was nun? Tja, eigentlich kann ich die Frage ganz klar beantworten. Allerdings, bevor ich es definitiv wusste, wäre mir die Antwort leichter gefallen. Aber das ändert an der Antwort nichts. Sie werden mir sagen, dass ich zu einer Beratungsstelle gehen muss, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Und das werde ich dann tun. Und dann würde ich Sie bitten, das Kind wegzumachen. Und das tun Sie dann, hoffe ich. Was sagen deine Eltern dazu? Meine
Welt. Deshalb komme ich ja zu Ihnen. Meine Eltern dürfen nichts davon erfahren. Für den Eingriff brauche ich das Einverständnis deiner Eltern. Es wird sich also nicht verhindern lassen. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Du musst nicht darüber sprechen, wenn du nicht willst. Ich will zwar nicht, aber ich tue es trotzdem. Meine Eltern werden aufheulen vor Entrüstung. Meine Mutter selbst zerfleischend und mein Vater cholerisch. Ja, und dann werden sie mir jede Art der Unterstützung zusagen, solange das Ganze leise über die Bühne geht und ich ihr Leben nicht durcheinander bringe. Ist ja gerade noch Platz für mich in ihrem Leben. Gerade noch. Du magst deine Eltern nicht besonders, hm? Doch, Doktor. Das ist es ja gerade. Ich liebe meine Eltern. Und sie haben auch wirklich eine Menge für mich gemacht. So viel, dass manchmal der Abend gar nicht ausreicht, wenn sie mit mir darüber reden. Und sie reden ständig darüber. Wenn ich jetzt mit dem Kind komme, dann kann ich gar nicht alt genug werden, um ihnen zu danken für ihre Hilfe in dieser schweren Zeit der Abtötung des Lebens in meinem Leib. Deshalb müssen wir trotzdem mit ihnen reden. Ich war blöd. Ich habe geglaubt, weil sie Heinkes Vater sind, würden sie mir helfen. Ganz unbürokratisch. Entschuldigen Sie. Das ist schon okay. Was sagt der Vater des Kindes? Der weiß nichts davon und der soll auch nichts wissen. Der hat gerade Abi gemacht und will studieren. Für den war das doch nur ein kleiner Flirt. Es würde so aussehen, als will ich ihn zwingen, mit mir zusammenzubleiben, wenn ich das Kind bekäme. Und sowas mache ich nicht. Ich bringe keine Not. Den Thomas nicht und meine Eltern schon gar nicht. Also ich würde dich ziemlich lieb haben, wenn ich der Thomas wäre. Wenn Sie das Kind wegmachen? Die Entscheidung liegt bei dir. Glauben Sie das? Ich hoffe es. Du solltest auf jeden Fall mit deinem Freund darüber sprechen. Studieren und Geld verdienen gleichzeitig, das schafft er nie. Nun, vielleicht doch. Und zu deinen Eltern gehen wir zusammen. Danke. Und wenn du möchtest, begleite ich dich auch zur Beratungsstelle. Wenn du danach immer noch zu einem Abbruch entschlossen bist, wird sich sicherlich ein Weg finden. Ich werde es nicht tun können, sondern deinen Kollegen darum bitten, Professor Peters. Aber ich werde dabei sein. Gut. Es klingt vielleicht jetzt blöde, aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das verstehe ich. Na? Haben Sie Philipp Maske angerufen? Ja. Ich kann die Filme bringen, egal wann. Er entwickelt sie sofort. Gut. Da wird sich der Doktor doch freuen. Werden wir ihm übermorgen zum Geburtstag gleich die Fotos präsentieren, oder? Oh, Entschuldigung. Ich verfüge einfach so über Ihre Zeit. Dabei haben Sie wahrscheinlich heute Abend ganz was anderes vor, oder? Den Kegelabend habe ich abgesagt, die Bowlingkugel ist kaputt und der Bridgeabend fällt aus. Haben Sie eigentlich Kinder? Ja, habe ich. Habe ich einen Sohn. Auch so einer wie Sie mit Hummeln im Hintern. Mal hier, mal da, mal sonst wo. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht. Alle halbe Jahr mal eine Karte. Naja. Das wird für Sie eine ganz schöne Umstellung. Und Sie das Baby dann immer mitnehmen? Ich meine, es geht mich ja nichts an, aber Sie leben doch nicht zusammen, oder? Wenn Sie wissen wollen, ob ich einen Mann habe. Sicher. Sonst wäre ich ja nicht hier. Und wenn Sie wissen wollen, ob ich einen Mann brauche, dann kann ich Ihnen sagen, nur zu dem Teil, der nötig war, um hier zu sein. Er weiß gar nichts? Wozu? Wir schaffen das auch ganz gut alleine, was? Tja, geht mich ja auch wirklich nichts an. Wir wollen mal sehen, wie weit Sie sind. Drehen Sie sich bitte mal auf den Rücken. Ja, ich glaube, wir können bald den Doktor rufen. Der Muttermund ist schon ziemlich weit offen, 8 cm. Es geht bald los. Und vergessen Sie nicht, Dr. Wilke Bescheid zu sagen. Wo werde ich denn?
Ich habe mein angemessenes Verhalten. Was soll denn Frau das? Frau Doktor? Ja? Frau Domdai ist soweit. Schwester Helga ist informiert? Natürlich. Dr. Medin? Bin auf dem Weg zu Ihnen. Gut. Ah, Henriette. Ah, Frau Domdai braucht noch circa eine halbe Stunde. Gut, vorher sehe ich mir noch Frau Ratzan. Blasensprung. Das CTG ist in Ordnung. Wir brauchen eine Lackmusprobe. Das ist geschehen. Eindeutig Fruchtwasser. Gut, gut. Dann behalten wir Sie hier. Wenn was ist, ich bin im Kreissaal, ja? Tja, Frau Ortsan, jetzt geht es schneller, als wir beide gedacht haben. Der Junge freut sich so auf seine Mutter, dass er schon eine Woche vorher von ihr geknuddelt werden will. Sollen wir Ihren Mann verständigen? Nein. Ich verspreche Ihnen einen ganz lieben Jungen, wenn Sie jetzt ganz lieb sind und sich keine Sorgen mehr machen. Abgemacht? Ja. Und Kopf auf die Brust. Gut, 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 gut. Und zurück. Und hecheln. Verflucht nochmal, wo bleibt die denn? Und sie nicht hecheln, sie hecheln. Der Doktor kommt, wenn es soweit ist. Den meine ich doch gar nicht. Ich meine doch die Frau Dr. Welke. Die ist doch informiert. Ganz gut. Einatmen, ausatmen. Schneller ist er doch schon. Wenn wir den kleinen Reporter-Nachwuchs mal auf die Welt helfen. Wo ist denn Ihre Kollegin? Der Hof- und Hausfotograf meldet sich zur Stelle. Na endlich! Machen Sie die verdammten Lampen an und fotografieren Sie! Markus sollte seine Praxis mit einem Kollegen teilen. Das rechnet sich. Und ihm bleibt mehr Zeit, sich effektiv um die Belegbetten zu kümmern. Vor allem hätte er mehr Zeit für seine Familie. Übrigens war es nie meine Idee, noch Belegbetten zu nehmen. Man soll die Äpfel nicht pflücken, ehe sie reif sind, sagt man bei uns. Und man soll den Ast biegen, solange er jung ist, hat man mir beigebracht. Falls du darauf anspielen solltest, dass ich meinen Schwiegersohn gedrängt hätte mit der Klinik, dann irrst du dich. Er hat nämlich denselben sturen Kopf wie sein Vater. Und ich bin heute noch dankbar, dass er sich nach Heintges Geburt endlich bereit erklärt hat, hier in mein Haus einzuziehen. Vater, du weißt genau, dass wir keine unbeträchtliche Miete zahlen. Ausschließlich auf den Wunsch deines Gatten hin. Und das Geld geht direkt an die Stiftung. Aber von der Steuer kannst du es doch absetzen, oder? Also, wenn ihr euch streitet, dann koche ich morgen Mittag keinen Stör für euch. So, das trinken Sie mal, Herr Martin. Dann werden Sie wieder munter. Danke. Ella, wir kennen uns seit 40 Jahren. Wenn wir jetzt nicht du zueinander sagen, dann sterben wir beide darüber weg. Ich habe immer sie gesagt, als ich auf Peters Warf den Haushalt geführt habe und ihre Frau noch lebte. Und da sind wir die 15 Jahre, die ich nun hier im Hause bin, immer gut mitgefahren. Wenn wir uns zu familiär machen, dann muss ich zuletzt Ihnen dieselben Sachen zugestehen wie dem Jungen. Dem Jungen muss man die natürlich zugestehen. Der kann seinen Kopf immer nur durchsetzen, Ella, weil du ihn all die Jahre darauf trainiert hast. Ich? Ich war strenger als seine Mutter. Manchmal jedenfalls. Jetzt seien Sie doch nicht so zaghaft. Drücken Sie öfters ab. Da ist genug Film in der Kamera. So, jetzt mal Klappe halten, Luft holen, Kopf auf die Brust. Jetzt sind Sie dran mit drücken. Ja. Mit aller Kraft jetzt. Schön in den Bauch. Ich schaff das nicht. Der ist zu groß. Mitmachen, Elisabeth. Das Köpfchen ist schon fast da. Oh, Serge, du verdammt großer Kerl. Jetzt knipsen Sie doch endlich. Drücken. Festhalten jetzt. Ja. Elisabeth, Sie haben den schönsten Jungen der Welt. Haben Sie alles im Kasten? Alles im Kasten. Okay. Sie sind engagiert.